Und ja, heute kriege ich leider immer wieder E-Mails dazu. Werden wir uns wieder einem Dreieck widmen, mal wieder. Und ja, Selbstbehauptungskurs könnt ihr noch einsteigen. Und der neue Antidrama-Kurs kommt raus, gibt es noch zum Frühbucherpreis. Ich packe das mal wieder drunter. Findet ihr alles sonst auf liebeschipp.de. Und eine Zuschauerin, ich nenne sie mal, war Witschkola. Und sie schreibt: Hallo Christian. Ich verfolge deine Arbeit schon länger und habe nach einer schmerzhaften Trennung auch den Liebeskummerkurs gemacht. Ich schreibe dir jetzt, weil ich in meiner momentanen Situation ziemlich überfordert bin. Ich bin in den 20ern. Ich habe einen Freund auch in den 20ern, mit dem ich eine Fernbeziehung lebe. Er lebt in Turkmenistan und ich hier in der inneren Mongolei. Wir sehen uns circa alle 6 bis 8 Wochen. Ja, das ist... Ich finde das ja zu wenig. Ich meine, das ist jetzt nichts falsch oder so, aber da darf man sich jetzt nicht wundern, wenn es da Schwierigkeiten gibt, sag ich mal. Die Beziehung war am Anfang sehr schwierig. Wir waren einmal 10 Monate getrennt, sind aber jetzt wieder zusammen. Wir haben beide viel an uns gearbeitet und jetzt auf unserer Beziehung auch harmonisch. Auch die Entfernung und dass wir uns nur selten sehen, macht uns nichts mehr aus, was noch ganz anders war, als wir das erste Mal zusammen waren. Ja, aber es fehlt halt so der Bindekitt, ne? Also, ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Fernbeziehungen, so wirklich, aber alle 6 bis 8 Wochen ist schon, muss man sich schon überlegen, wie stabil kann das sein, so, ne? Also, das muss man schon sagen. Also, ich sage jetzt immer auch so, gerade in eurem Alter, ne? Es mag jetzt andere Lebensphasen geben, wo das vielleicht eher passt. Aber gut, letzten Endes müsst ihr es natürlich wissen. So, aber wie es dann ja auch immer so ist, alles läuft super, aber vor einiger Zeit habe ich auf der Arbeit einen anderen Mann kennengelernt. Wir arbeiten nicht im gleichen Betrieb, aber er kommt immer bei mir vorbei. Ich merke, dass er mich gut findet. Wir hatten auf Blickkontakt und er sucht meine Nähe und das Gespräch. Ich freue mich über die Aufmerksamkeit, sah es aber nicht als was Ernsteres an. Er schrieb mir nach einigen Wochen über Social Media, wo er mir sagt, dass er mich näher kennenlernen möchte. Sollte ich Single sein? Ich erklärte, dass ich einen Freund habe. Ja, und hier sollte die Story zu Ende sein, ne? Aber manchmal, so sind Menschen nicht. Aber hier sollte sie zu Ende sein. Du sagst, wir können uns so kennenlernen, ne? Wenn wir Single sind, bin ich aber nicht. Er sagt auch, nur wenn du Single bist. Und schauen wir mal, wie das weitergeht. Trotz seiner vorherigen Aussage wollte er mich dann noch weiter kennenlernen. Ja, das ist ja ein Ding. Ich flog zu meinem Freund und blieb die ganze Zeit mit dem anderen in Kontakt. Alles war erstmal ganz harmlos, auch wenn ich natürlich weiß, dass es meinem Freund gegenüber absolut nicht in Ordnung war. Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Nennen wir mal hier XY, schrieb mir, egal zu welcher Tagezeit, antwortete mir mal schnell und flirty. Ja, ich finde das... Das Neue ist immer interessanter, ne? Das ist, was soll man dazu sagen? Vielleicht kann er das auch gut. Ich flog wieder nach Hause und XY holte mich spontan nachts vom Flughafen ab, da ich anders nicht nach Hause gekommen wäre. Eine Woche später trafen wir uns das erste Mal bei ihm zu Hause. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, ich verstehe es total, dass man jemand anders kennenlernt. Ich meine, ihr habt 6, 8 Wochen, also ultra dünne Fernbeziehung. Alles gut, aber warum beendest du das dann nicht, ne? Dann kannst du ihn noch in Ruhe kennenlernen, ne? Ja, jetzt bist du schon bei ihm zu Hause, ne? Ich blieb bis in die frühen Morgenstunden, es passierte nichts, wir redeten stundenlang, er erzählte das habt ihr euch, eure schwierige Kindheit ausgetauscht, okay. Will ich jetzt nicht abtun, aber ich tue jetzt, glaube ich, nichts zur Sache. Aber, also okay, will ich jetzt nicht alles vorlesen, schlimme Sachen erlebt und vielleicht darüber auch dann so eine Nähe gefunden, das kann ich schon verstehen. Die darauffolgenden Wochen fragte er mehrmals nach einem zweiten Treffen, ich hatte viel um die Ohren, wir schafften es nicht. Aber ist hier nicht irgendwo mal der Punkt, wo du sagst, er holt mich vom Flughafen ab, ich war eben zu Hause, kommt da nicht irgendwie ein Gedanke, was ist denn mit meiner Beziehung irgendwie? Aber das ist das Problem, diese Dreiecke sind so addictive. Ja. Wir fanden einen Tag, an dem wir beide Zeit hatten und machten ein Treffen aus. Dann wurde ich krank.
Er wurde auch krank, er schrieb auch immer weniger und war nicht mehr so interessiert, machte keine Komplimente mehr und wirkte generell distanziert. Simons auf der Arbeit suchte aber immer noch mal eine Nähe. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, was er bejahte. Ja, was ist, das ist nie in Ordnung. Ich meine, ich weiß nicht, ob er Single ist, aber du bist nicht Single. Und vielleicht möchte er wirklich nicht jemand, weiß ich nicht, also vielleicht findet er das wirklich nicht. Ich meine, sagt sich vielleicht, hey, die ist in einer Beziehung, ne? Die Stimmung beim Schreiben war schon fast unangenehm. Er fragte nochmal nach einem Treffen. Er fragte dann, ob ich bei mir übernachten wollte. Ich sagte vielleicht, der kam. Denkst du doch gar nicht von deinem Freund nach? Ich weiß nicht, was jetzt. Ich meine, ich will jetzt, bin jetzt nicht der Moralapostel hier, der Große, aber. Was soll dabei rauskommen? Wir einigten uns auf eine Zeit, war noch unterwegs, aber bei ihm angekommen war die Stimmung gut. Wir lachten viel, hatten Gespräche und ich blieb auch über Nacht. Schlief in einem Bett, wir hatten Körperkontakt, fühlte mich geborgen, hatten natürlich auch SEX und wir verabschiedeten uns. Ich fuhr nach Hause, er schrieb mir wenig später, war wieder so aufmerksam und charmant wie am Anfang. Wir verabreden uns, das zu wiederholen und ich war sehr glücklich. Denkst du gar nicht an deinen Freund? Nächsten Tag seien wir so auf der Arbeit. Ich behandelte ihn wie sonst auch, da ja nichts besprochen war. Er schrieb mir später, dass es ihm inzwischen uns komisch vorgekommen war auf der Arbeit. Ich fragte, warum. Er sagte, dass er noch das Bild von letzter Nacht im Kopf gehabt hätte. Ich fragte, ob er sich unser Wiedersehen anders vorgestellt hätte, was er verneinte. Nee, ist doch alles super gelaufen. Ich schrieb ihm darauf hin, dass ich gar nicht wüsste, was er möchte, wie er über die ganze Situation zwischen uns denkt. Darauf antwortete er über eine Woche gar nicht. Er fuhr in seine Heimat, wo er Urlaub machte. Ich litt in dieser Woche, da ich mit der Ungewohnheit nicht gut klarkam und nach dieser intimen Nacht sehr vermisste. Ja, aber das ist, was mit Dreiecken passiert. Ich meine, was soll ich denn jetzt sagen? Also er geht in eure Beziehung rein, dir ist es nicht wichtig, aber was soll er denn jetzt denken, dass ihr eine neue, ihr habt nie drüber geredet. Ich meine, er muss doch auch irgendwo denken, dass ihr eine Affäre habt, so, ne? Und meine, warum ihr euch jetzt darauf einlässt, das muss ich bis hier für euch ausmachen, weiß ich jetzt nicht. Klar, es macht immer Spaß, aber ist ja auch ein bisschen Spaß auf Kosten deines Freundes, so. Das kommt halt selten was Vernünftiges bei raus, so, ne? Das ist halt das Problem. Das haben wir jetzt auch wieder. Deswegen, warum ich sage, das ist die Art von E-Mails, die ich am meisten kriege, immer wieder. Und ich kann euch, ich sag's jetzt nochmal, wenn ihr nur einen Rat mitnehmt von meinen Videos, haltet euch aus Dreiecken fern, aber es interessiert leider niemand. Weil eben auch so viele Levels an Verlustangst, Bindungs, also entstehen alle möglichen Probleme in diesen Dreiecken, weil es einfach keine sichere Umgebung ist. Ne? Für mich war klar, dass Gefühle im Spielen waren. Und dann geht das immer so weiter jetzt hier. Ja, du bist jetzt richtig verknallt scheinbar. Dann bist du erstmal wieder weggeflogen und sagt, es wäre sehr schade, dass er mich gern wiedergesehen hätte. Er machte ein paar sexuelle Andeutungen, worauf ich ihn fragte, ob das alles sei, was er von mir wollte. Ich meine, was erwartest du jetzt? Er ist turtelt mit einer vergebenen Frau rum. Ich meine, um was anderes? Ihr habt nicht groß drüber gesprochen. Ich finde, du kannst ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er jetzt nicht automatisch auf Beziehungen aus, dass wenn dieses ganze Setting nicht da ist, das macht es ja so schwierig mit diesen Dreiecken, ne? Er sagte daraufhin, dass wir nicht vergessen sollten, dass ich in einer Beziehung bin. Ja, okay, ich verstehe, ehrlich gesagt. Ich sagte ihm, er habe meine Frage nicht beantwortet, daraufhin antwortete, dass es das i-Tüpfelchen wäre, weil sie nicht verstand. Letzten Sonntag war ich mit Freunden feiern, wir waren alle ein bisschen angeschickert und ich schrieb ihm wieder. Er sagte, wisst ihr nicht, was das Richtige ist? Ja, ich meine, du bist immer noch vergeben, ne? Also, ich schrieb ihm, dass es sich nicht falsch angefühlt hätte mit ihm, worauf er sagte, wir sollten es lassen. Wie ich später im nüchternen Zustand feststellte, wo er missverstanden ist, da es für mich keinen Sinn machte, es zu lassen, wenn es sich nicht falsch anfühlt. Er fragte in diesem Gespräch mehrmals nach meinem Freund. Ja.
Was sonst ein Thema, was wir komplett mieden? Ja, vielleicht solltet ihr das nicht meinen. Das ist ja der Elefant im Raum. So, dann habt ihr euch wieder ganz viel geschrieben. Und es geht immer hin und her, weil du möchtest jetzt von ihm ein Commitment haben, aber du bist ja selber nicht frei irgendwie, ne? Ja. Und dann läuft das jetzt so auseinander scheinbar und habt ihr euch ein bisschen gestritten und ja, soll ich die Aussprache suchen? Ja, was für eine Aussprache? Was willst du ihm denn sagen? Also klär du doch erstmal deine Situation, ne? Dann trenn dich doch so von deinem Freund und mach es nicht so, also mach jetzt schon nicht den nächsten Freund klar, so, den du auch, wenn man sich auf so eine Art kennenlernt, geht es auch häufig so wieder auseinander, ne? Wie ihr euch jetzt kennengelernt hättet dann. Und dann überleg doch erstmal, was du mit deinem Freund möchtest, bevor du, was willst du ihm denn jetzt sagen, deine Affäre hier, ne? Also du bist doch selber in keiner klaren Situation und diese Situation, die führt dazu, dass es alles unklar ist, nur von allen die Liebeschips angetriggert werden und da nichts mehr rauskommt, so, ne? Und das ist hier das Problem, das lässt sich so nicht klären, wenn diese Situation nicht in irgendeiner Weise aufgelöst wird, ne? Das ist so meine Meinung. Oder Finger weg, weil er keine Initiative mehr zeigt. Ja, das kann man alles nicht wissen, weil ihr euch auf so eine Art kennenlernt, ne? Ich bin ratlos, schlechtes Gewissen gegenüber meinem Freund ist natürlich da, aber die neuen Gefühle für XY nehmen einfach viel mehr Platz ein. Ja, dann zieh da doch die richtigen Schlüsse daraus, würde ich sagen. Das kann ja passieren. Und aber dann sozusagen, also wenn dich jetzt schon jemand anders verguckt hast, wäre es dann nicht an der Zeit mal deinen Freund ins Boot zu holen, irgendwie. Oder möchtest du so behandelt werden? Das wäre die Frage, ne? Und ich meine, ich weiß, diese Verknalltheit vernebelt das Gehirn, aber irgendwann muss man mal wieder ein bisschen auf den Boden kommen, ne? Sollte ich mich entscheiden müssen, würde ich mich für XY entscheiden, ja. Löst diese Situation auf, ne? Ich hoffe, du kannst mir helfen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und ein bisschen Ordnung in das Chaos. Das Chaos kommt nur von diesen Dreiecken, ne? Und ja, klar, der Mensch hat zwei Sexualstrategien, eine monogame und eine Fremdgehstrategie. Das ist so. Trotzdem kann man sich immer überlegen, ob man das leben möchte, weil es so vernichtend häufig ist für die eigene psychische Wohlergehen. Sag ich mal, vernichtend ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist auch nicht fair. Und vielleicht sollte man überlegen, ob man selber auch so behandelt werden möchte. Und klar, wir können alle Fehler machen, ne? Das ist überhaupt kein Problem, aber dann sollte man auch möglichst schnell versuchen, die Suppe auszulöffeln und sich nicht immer weiter reinzureiten. Vor allen Dingen, wenn es um den eigenen Seelenfrieden geht und auch den Seelenfrieden von anderen Menschen. Das ist meine Meinung. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, like meinen Kanal. Lasst mir gerne Kanalmitgliedschaft da, wenn ihr meinen kostenlosen Content unterstützen wollt. Oder kauft die fucking Kurse. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.